So Leute, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Mugen. Heute kümmern wir uns mal um Black Vegito. Und danach haben wir eine neue Version von Broly, der endlich auch eine Ulti hat. Und dann gehen wir natürlich die Reihe nach, denn wir haben hier wirklich noch mega geile Kämpfer auf jeden Fall. Diese Kämpfer sind aus den alten Mugen, was ich euch natürlich schon gezeigt habe. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch ein paar neue Kämpfer findet, wie gesagt, wir haben ja noch genug Platz für neue, dann füge ich die natürlich auch hinzu. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit den Black Vegito. Wir machen wieder zwei Kämpfe. Derzeit schaffe ich es auch, euch alle Attacken zu zeigen, meine ich. Bevor wir natürlich anfangen, meine Frage an euch: Habt ihr noch Lust auf Mugen? Ja oder nein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder zeigt es mit einem Daumen nach oben oder Daumen nach unten, je nachdem. Dann sehe ich das natürlich. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Okay, aber ich werde das natürlich wegdrücken, wenn ich natürlich das passt, wenn ich natürlich einen neuen Gegner bekomme, den wir noch nicht gesehen haben. Weil dann werde ich das natürlich überspringen. So, da ist der Black Vegito. Wie gesagt, sie greift echt verdammt cool an. Also ich weiß, ich feiere dieses Spiel. Also es ist ein Konter. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich finde, wie gesagt, Charaktere echt nice. Und der Vegeto ist echt schwach. Das ist eine coole Attacke gewesen. Die gefällt mir. Ich weiß gerade gar nicht, ob der nur eine Ulti hat oder zwei. Das war auf jeden Fall eine. Ich glaube, wir testen es einfach. Aber ganz ehrlich, ich liebe dieses Spiel. Es macht mir einfach sowas von Spaß. Ich weiß nicht, warum, weswegen, aber es... Ich liebe dieses Spiel einfach. Weil es hier so viele Charaktere gibt. Natürlich gibt es ja noch andere Charaktere von Dragon Ball, die nicht jetzt in so einem Format sind wie diese hier. Die sind natürlich ganz anders gebaut. Davon könnte ich natürlich auch ein paar hinzufügen oder daraus Mugen machen oder zeigen oder wie auch immer. Aber es liegt, wie gesagt, von euch. Ob ihr darauf noch Bock habt, das kann ich euch ja nicht aus der Nase ziehen. Das weiß ich ja nicht. Ich finde echt, die Attacken sind echt gut gelungen. Autsch. Ja,
Ich sollte nicht immer springen, wenn er eine Attacke macht. Autsch. Dieses Spiel ist eigentlich so aufgebaut wie Dragon Ball Fighters, kann man so sagen. Die Charaktere auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch noch andere Charaktere, die größer sind, aber die haben halt, ich sag mal so, die Attacken, da muss man wirklich lernen. Das sind wirklich richtige Scheiße. Da musst du wirklich AX und so eine Kacke alles beherrschen. AXY oder was weiß ich, wie die Attacken dann alle gehen. Also da sind dann richtige Kombos natürlich mit drin, bevor du eine Attacke machen kannst. Muss man natürlich alles lernen, wie gesagt. So, das war schon der Black Vegito. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal schon wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!